Schießlehrer und Schießausbilder des Feldjägerregiments 1 trainieren mit ihren Handfeuerwaffen. Die Soldatinnen und Soldaten der 13. Kompanie sind Personenschützer des Generalinspekteurs oder Teil der Ehreneskorte. Hier schießen sie mit Gewehr, Pistole und im Schwerpunkt Maschinenpistole. Wir schießen den Nahbereich 1, das sind ganz normale Tätigkeiten auf 5 bis 20 Meter, um einen Doppelschuss oder zwei Ziele zu bekämpfen. Im Nahbereich 2 haben wir dann die Bewegung mit drin, sprich wenn wir aus der linken oder rechten Flanke angegriffen werden oder aus dem Rücken, dass wir uns da drehen und dann auch da in die richtige Zielposition kommen und in der Bewegung auch vorwärts und rückwärts gehen. Und dann haben wir im Nahbereich 3, haben wir dann, wo wir auch Deckung haben, um an der Deckung vorbeizuschießen, nach links, nach rechts und da die Treffer zu setzen. Ort der Ausbildung, die Raumschießanlage an der Schule für Feldjäger und Stabsdienst in Hannover. Kurze Wege innerhalb der Kaserne, geringer Aufwand beim Auf- und Abbau. Die effektive Trainingszeit fürs Schießen ist deutlich höher als auf gewöhnlichen Schießbahnen. Hoch und wieder runter. Einsatzstellung! Wir haben eine besondere Zieldarstellung. Wir schießen hier nicht auf Holzscheiben oder Pappscheiben, wie man das vielleicht vom Truppenübungsplatz oder von der Standardschießanlage kennt, sondern unsere Zieldarstellung ist eben interaktiv. Das heißt, wir haben eine Leinwand, die beschossen wird. Auf die Leinwand wird eben mit HD-Beamern das Ziel projiziert und die Software erkennt dann die Treffer. Bis zu 4 Soldaten können gleichzeitig trainieren. Helm, Schutzweste und Handschuhe müssen nicht zwingend getragen werden. Schießbrille und Gehörschutz sind aber auch hier Pflicht. Zugelassen sind wir von den Handfeuerwaffen, von der Pistole über die MP7, das Sturmgewehr und können bis zu einer Geschossenergie von 7000 Joule hochgehen. Das heißt, wir könnten hier theoretisch auch das G22 noch zum Einsatz bringen, wobei 25 Meter natürlich nicht unbedingt die optimale Einsatzentfernung. Intuitiv konzipiert, beidseitig bedienbar, vereint die MP7 Vorteile mehrerer Waffentypen. Hohe Kadenz und Durchschlagskraft bei geringem Rückstoß. Gutes Handling aufgrund geringer Größe und Gewicht. Zudem ermöglicht die kompakt gebaute Waffe ein schnelles Reagieren bei hoher Schussanzahl. Die MP7 ist für den Personenschutz die Backup-Waffe. Das ist das Bindeglied zwischen Pistole und dem G36. Sie ist schneller einsetzbar und im Auto kann man sie gut lagern und schnell herausholen. Einsetzbar auf kurze und mittlere Distanzen liegt die Kampfentfernung der MP7 zwischen 100 und 150 Metern. Im Nahbereich kann die MP7 aus der Bewegung mit eingeschobener Schulterstütze oder sogar einhändig wie eine große Pistole abgefeuert werden. Die MP7 erweist sich als ideale Waffe, um in Gefahrensituationen schnell und effizient reagieren zu können.